So, meine lieben Widder, hier ist Nina von Kartenstoff und ich begrüße euch ganz herzlich zu eurer Botschaft in Sachen Liebe für den April. Ich habe schon mal jetzt eben gezogen eine Karte aus dem Weisheitskarten der Seele Deck für dich. Das ist die Hauptenergie, das ist im Mondschein. Im Mondschein ist eine sehr intuitive Energie. Ich glaube, es geht bei dir stark darum. Es fühlt sich an wie das Unterbewusste auch an die Oberfläche holen. Im Mondschein. Werden wir gleich noch mehr zu sehen. Noch mehr schauen, was es damit auf sich hat. Ich lege jetzt eine Neunerlegung mit dem Leitzierstarot. Kläre dann mit dem Mondnachtler nochmal, was zu klären ist. Lege dann noch ein paar Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber und ziehe dann noch eine Energie aus dem Tarot, eine Hauptenergie für dein Gegenüber. Die gucke ich mir dann in der erweiterten Legung an. Da lege ich das keltische Kreuz drum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wie geht es dem gerade, wie steht er oder sie selber dazu und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich in der erweiterten Legung. Den Link findest du in der Infobox und im ersten Kommentar. Und jetzt gehen wir zur Hauptenergie. Die Königin der Schwerter ist deine Hauptenergie. Ist erstmal eine rationale Energie. Ich glaube, es geht ein bisschen darum, dich eventuell zu trauen, das Emotionale mehr kommen zu lassen. Das habe ich da schon gesagt, ne? Aber es kommt jetzt, also kommt noch mal ganz stark rüber gerade. Du spürst wie immer in dich rein, ob es deine Legung ist. Ich mache jetzt weiter. Hast du das Gefühl, du gehst hiermit überhaupt nicht in Resonanz und ich rede völlig an dir vorbei? Schau dir das Video zu deinem Mondzeichen oder Aszendenten an. Vielleicht passt das besser, macht dich aber nie passend auf eine Legung. Wir haben in der Vergangenheit bzw. in der oberen Leiste den Gehängten, das ist die veränderte Perspektive, das ist das Umdenken, das ist eine neue Blickweise. Dann haben wir die Königin der Stäbe. Kann auch wieder für die weibliche Energie stehen oder ein Detailaspekt einer männlichen Energie sein. Das ist eine sehr impulsive Frau, die lebt aus ihrer Leidenschaft, die lebt aus ihrem Feuer, kann auch ein bisschen sprunghaft sein. Ja. Okay. Und die Liebenden. Hier haben wir die Liebenden liegen. Die Liebenden kann natürlich für die Liebenden stehen, kann aber auch für eine Entscheidung stehen, die getroffen wurde. Hier oben haben wir eher die eher eine Vergangenheit, vergangene Situation liegen, etwas, was sich in der Vergangenheit entwickelt hat, die zugrunde liegende Situation für das, was jetzt ist und für das, was sich weiterentwickelt. In der Mitte immer die Hauptenergie. Wir haben das Ass der Kelche. Hier liegen die Chance auf einen emotionalen Neubeginn. Ich sage ja, trau dich deine Gefühle mehr zuzulassen. Was kommt noch? Der König der Münzen kann für dein Gegenüber. Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, es geht hier um eine weibliche Person. Aber das weiß ich nicht genau. Das wird sich noch zeigen. Wichtig ist, dass du damit in Resonanz gehst, egal welches Geschlecht du hast. Hier haben wir jemanden, der entweder sehr etabliert in seinen Werten ist, der einen sehr gesunden Selbstwert hat, der auch sich ganz wohl mit sich selber fühlt, kann auch jemand sein, der zu stark in die materielle Sicherheit in seinem Leben gegangen ist und sich da eher angehaftet fühlt. Das ist dann eher ein unangenehmer Zustand. Aber wir schauen gleich. Ich lege wie immer erst mit dem Tarot aus und kläre dann mit dem Lenormand. Hier haben wir den Herrscher liegen.
Herrscher kann auch für die männliche Energie stehen, kann auch mal ein Zustand sein. Einfach ist jemand sehr Strukturiertes oder es ist was sehr Strukturiertes, was Aufgeräumtes. Ich finde auch immer was Geklärtes, was kommt. Dann kommt mit den 5 der Kelchen das Bedauern, die Reue, kann auch Trauer sein, über etwas. Schaue gleich. Und als nächstes haben wir die Befreiung, die Erlösung liegen. So, ich fange mal an, die Hauptenergie zu klären, denn ganz klar ist mir das Ganze hier gerade noch nicht. Es kann sein, dass du in der Vergangenheit deine Leidenschaft für dich entdeckt hast, dich selber auch auf eine bestimmte Art und Weise neu kennengelernt hast. Hier haben wir Feuer, die Liebenden sind Feuerenergie, hier haben wir das Ass der Kelche und du scheinst mir fast ein bisschen überfordert, könnte sein, weswegen du dich gerade ein bisschen in den Kopf zurückgezogen hast. Ich gucke mal, was kommt zu der Königin Schwerter? Hier haben wir einmal die Lilien, können für Harmonie stehen, auch für Sexualität, auch für Frieden. Und hier haben wir die Kommunikation. Das zeigen, wer man ist. Eine Kommunikation auf den untersten Nenner gebracht ist. Man bringt was ins Außen, was man in sich trägt. Man zeigt sich so quasi. Ich gucke mal, was hier zu den Liebenden gesagt werden kann. Entscheidung liegen und da fliegt schon die nächste und hier haben wir mit dem Hund für mich immer sehr stark repräsentiert der Hund immer sehr stark die Selbstliebe. Hier haben wir eine Entscheidung für sich selber liegen und ich habe das Gefühl, es möchte erzählt werden, es möchte gesagt werden. Ich habe das Gefühl, dass mit der Königin der Schwerter auch viel Klarheit repräsentiert wird. Und dieses sich trauen, die Gefühle weiter zuzulassen. Das ist auch was dein Umfeld angeht, glaube ich. Kein ganz, also es ist wie ein zu meinen Gefühlen stehen. So fühlt sich diese gesamte Legung an. Das ist gerade so ein bisschen ein Akt ist, der jetzt aber vollzogen werden will. Was kommt zum Der jetzt aber vollzogen werden will und man hier auch in die Befreiung, in die Erlösung kommt, dadurch, dass man das tut. Was kommt zum König der Münzen? Hier haben wir einmal den Schlüssel für die Sicherheit, für die Lösungen. Und hier haben wir die Hindernisse, die Schwierigkeiten. Die gelöst werden wollen,
Das hier fühlt sich für mich nicht nach deiner Energie an. Das hier fühlt sich für mich eher nach etwas Älterem an. Also muss jetzt kein Mensch sein, der älter ist als du, sondern eher jemand, mit dem du dich gehindert fühlst. Es fühlt sich für mich auch so an, dass du ihm gegenüber schon auch diese Kühle behalten musst gerade, weil hier die Emotionen nicht so verstanden werden. Aber du teilst dich mit, also hier liegt für mich Frieden. Es ist nach wie vor so, dass hier mit der Karte und mit den ganzen Gefühlen will mehr Platz verschafft werden in deinem Leben. Und das hier ist eher was, was für mich, was geht, was gehen muss. Der Herrscher, was können wir hierzu noch kriegen? Was kann hierzu noch gesagt werden? Hier haben wir mit dem Bären, kann Mut, Kraft, Wille, Stärke sein, kann auch ein älterer Mann sein. Oder eine reife Person, eine gereifte Person. Ja, hier haben wir eher Anhaftung, hier haben wir eher Verkettungen. Ich glaube, du bist die weibliche Energie, die hier zuschaut. Wir haben hier zweimal eine sehr strukturierte männliche Energie liegen und wird für mich nochmal deutlich gemacht, dass es sich hier nicht um Zustand handelt, sondern eher um eine Person mit dem Bären. Du warst lange in diesen Anhaftungen drin. Du warst lange in eben nicht den der Gefühlswelt so drin, wie du sie eigentlich fühlen wolltest. Das fühlt sich auch so an. Ich gucke jetzt nochmal. Kinder, ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Es ist etwas wirr gerade, aber ich nähere mich. Wenn du damit resonierst, solltest du es aber auch, sollte das für dich aber auch verständlich sein. Genau, hier haben wir zu dem Ass der Kelche einmal die Frau. Genau, und hier den Struggle ein bisschen, die Prozesse, die man macht. Das sind die Gefühle, die gelebt werden wollen, die auch sagen, hier will was Neues losgehen auf Grundlage dieser Gefühle, die an die Oberfläche kommen wollen, zu denen gestanden werden will. Und du setzt dich da auch durch. Ich glaube, du bist dir schon ganz schön klar auch. Bist du dir auch ganz schön klar? Ja, habe ich vorhin auch schon gesagt. Bist du dir auch ganz schön klar, aber es ist wirklich sehr, sehr deutlich. Und das hier ist auch machbar. Diese Schwierigkeiten, dich davon zu lösen, das wird zwar dasselbe sein, aber liegt jetzt hier eben zweimal. Das wirst du auch schaffen und du wirst in der Rückschau erkennen, in welchen Bereichen deines Lebens dich du im Leben gehindert warst dadurch, dass du so wenig die Gefühle in den Mittelpunkt eurer Beziehung gerichtet hast, war mit ihm hier vielleicht auch gar nicht möglich, also sehr wahrscheinlich sogar. Und du löst dich aber, du befreist dich und du kommst hier in die Befreiung, in die Erlösung. Also da muss man sich die Karte auch nochmal insbesondere jetzt hier bei dir so angucken, wie gut die sich fühlt. Die verlässt ein Stück weit sich selbst, also natürlich nicht wirklich und auch nicht in Form von Dissoziation, aber die ist befreit von Anhaftungen. Ja. Ich ziehe zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber, der oder die verantwortlich ist für diese ganze Entwicklung.
mal ein paar Karten aus dem Tarot. Okay, hier haben wir einmal die 5 der Schwerter. 5 der Schwerter ist Leben in Verletzungen, ein Fühlen in Verletzungen, auch ein Handeln aus eigenen Verletzungen raus. Hier haben wir den Ausgleich mit den 6 der Münzen, das Geben und Nehmen. Und hier haben wir wieder die freien Emotionen, ne? Die Königin der Kelche, haben wir die frei fließenden Emotionen, die Dame, die das durch sich durchfließen lässt quasi und auch wieder rausgibt, das nicht bei sich behält, im Gegensatz zum König der Münzen, der auch sehr emotional ist, aber das Ganze eher für sich behält. Dieses kommt in den Ausgleich. Dieses das nicht zulassen, das ist für mich auch hier tatsächlich deine Energie, dieses nicht zulassen von den Gefühlen, dieses zu sehr unten halten, dieses auch gar nicht landen können, habe ich das Gefühl, mit deinen Gefühlen, das hat dir nicht gut getan. Und da warst du insgeheim auch ziemlich sauer drüber, dass das nicht ging. Und da kommst du aber in den Ausgleich, das ändert sich gerade total bei dir. Das ist dieses, die Gefühle jetzt auch ins Leben, in Klammern, wieder mit einbeziehen. Ne? Und in den Zustand derjenigen Dame kommen, die das frei fließen lassen kann. Ja, das ist frei fließen lassen. Hier wollen wirklich Blockaden gehen. Hier gibt es die Lösung für die Blockaden, die sich im Zusammenleben oder in irgendeiner Form des Zusammenseins mit ihm gebildet haben, die emotionalen Blockaden. Ne? Ja, das ist natürlich auch für eure Beziehung gut. So, aus dem Moonology-Orakel eine Karte für eure Beziehung. Die Energie kommt in Fahrt, zunehmender Mond. Siehste? Und für dich noch eine Karte aus dem Farbkartendeck. Aqua Experience, Peace and Calm, Frieden und Ruhe. Ja, haben wir bei dir auch schon, haben wir die Lilien liegen bei der Königin der Schwerter. Du hast Ruhe, du hast Frieden über dich selber und brauchst es auch nicht mehr abhängig von irgendwem anders zu machen. Du ruhst in dir selber, du bist da schon sehr klar, sehr strukturiert. Also positiv, jetzt nicht im Sinne von zu strukturiert. Und das ist gut. Das wird mit der Karte nochmal unterstrichen. Eine Energie für dein Gegenüber. Hier haben wir die Seelenpartnerkarte. Die 6 der Kelche. Etwas aus der Vergangenheit, was wiederkommt. Und die werde ich mir gleich näher in der erweiterten Legung angucken, werde das keltische Kreuz drumherum legen und eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Link findest du in der Infobox und im ersten Kommentar. Und damit verabschiede ich mich jetzt in die erweiterte Legung. Hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Freue mich, wenn wir uns entweder im Extended oder in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Alles Liebe, bis dahin.